Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage gut überstanden. Und ich habe heute für euch noch einen kleinen Kauftipp. Und zwar habe ich mir nach längerer Entschlusszeit jetzt endlich das neue Stativ von Manfrotto zugelegt. Und das ist jetzt blöd, Schatz. Ich kann das nicht machen, wenn du da bist. Ja, also besser gesagt, mein Mann hat mir das gekauft über Amazon. Falls ihr Interesse dran habt, ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Da habt ihr auch ungefähr an die 40 Kundenrezensionen, die durchweg sehr, sehr positiv sind. Sind ungefähr mit 4 bis 5 Sternen ist das Stativ bewertet worden und dem kann ich vollumfänglich zustimmen. Das ist echt genial. Und zwar muss ich sagen, es ist schwer. Ich bin jetzt jemand, der sehr zierlich ist und man muss davon ausgehen, dass es schon etwas Gewicht hat. Ich glaube, so 5 Kilo nicht. Schaut mal nach, das steht in dem Produktlink alles mit drin. Das ist das Erste, es ist schwer, aber es muss ja auch schwer sein, weil wenn ihr zum Beispiel schwere Kameras oben drauf habt und wollt bei irgendwelchen ungünstigen Wetterbedingungen oder Sturm oder sonst was eure Bilder machen oder eure Filme, dann braucht ihr unbedingt ein Stativ, was nicht gleich wegfliegt. Okay, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, dieses Dreibeinstativ kann man sehr, sehr gut vom Winkel her verstellen. Also ihr könnt die drei Beine super gut abspreizen, ob es jetzt sehr weit ist oder sehr eng. Funktioniert und steht wie eine Eins. Also ist wirklich richtig gut. Ihr könnt es natürlich auch in der Länge verstellen. Ich werde euch hier an dieser Stelle mal ein paar Bilder einblenden, damit ihr seht, was ich meine. Ich habe das komplette Stativ mal für euch abgefilmt mit meiner Sony Alpha 57 obendrauf. Was wir noch dazu gekauft haben, ist dieser Schlitten obendrauf. Also der gehört nicht dazu, der ist lieferseitig nicht mit dabei. Ich brauche das aber, weil ich natürlich ein ausklappbares Display habe, was nach unten ausgeklappt wird und deswegen kommt es nicht sonst ins Gehege. Und man muss auch sagen, es ist was für kräftige Hände, aber die meisten Fotografen werden ja sehr, sehr kräftig sein da draußen, die das mit sich rumschleppen. Denn ihr habt diese Verstellhebel oben, auch das blende ich euch hier mal ein, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Und die lassen sich etwas schwer verstellen, aber wenn man es dann mal hat, geht es eigentlich relativ einfach. Man muss es ein paar Mal ausprobieren. Für mich als zierliche Person, ich habe da so meine Probleme damit. Ja, was denn ist so, ne? Und ja, Keine Kraft hast. ich habe keine Kraft. Okay, da habt ihr es gehört. Also gut. Das ist das. Ansonsten finde ich es super. Man kann das auch in der Höhe prima verstellen. Da gibt es eine Schraube in der Mitte. Ihr seht die auch auf den eingeblendeten Videosequenzen. Dadurch könnt ihr diesen Mittelstab anheben oder absenken. Das finde ich auch prima, weil manchmal muss ich im Sitzen filmen, wie heute zum Beispiel, und manchmal gehe ich raus. Da brauche ich das etwas höher, wenn ich irgendwelche anderen Sachen aufnehme oder fotografiere. Und von daher, ja, es ist sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe noch gesehen vorhin, es steht drauf Made in Italy, finde ich auch in Ordnung, sage ich mal. Und die genaue Bezeichnung ist, jetzt muss ich gucken, Manfrotto 804 RC2. Also das ist die genaue Bezeichnung und also wir finden es beide gut, denn mein altes Stativ für 20 € aus dem Mediamarkt hat nach 1,5 Jahren jetzt irgendwie echt die Grätsche gemacht, weil die Alpha 57 ist natürlich sehr, sehr schwer da oben drauf und wenn man es dann nach unten drückt, die Kamera, und will was filmen, dann kippt es dann ganz leicht mal vorne über. Das passiert euch mit dem Manfrotto garantiert nicht. Und ach, was ich noch sagen wollte, selbst wenn ich das Stativ nehme und muss es rausstellen irgendwie zum Filmen, das hat so ungefähr 30 cm lange gummierte Halterungen an den Stativbeinen, wodurch das also wirklich euch auch nicht aus der Hand rutscht. Und ich gerade als zierliche Person, ich muss es in die Hand nehmen und dann ist das wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ich finde es gut, würde es auf jeden Fall immer wieder kaufen. Preis weiß ich jetzt gar nicht, um die 200 € ist auch alles unten in der Infobox für euch. Schaut da mal rein, vielleicht gefällt euch das. Also ich finde es echt gut und schreibt mir doch mal, falls ihr das auch habt, ob ihr das gut findet, ob ihr irgendwelche Schwachpunkte gefunden habt. Ich konnte jetzt keine Schwachpunkte finden, auch bei den Amazon-Rezensionen. Die verlinke ich euch auch mal unten, wenn ihr die mal anschauen wollt oder durchlesen wollt. Da gab es also wenig bis gar keine. Von daher seid ihr mit so einem Stativ wirklich super ausgerüstet. Ich bedanke mich für über 250 Abonnenten. Das geht ja jetzt richtig rund hier auf meinem Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Zum Abonnieren könnt ihr hier klicken oder hier. Da würde ich mich sehr freuen.
Und ich bin gespannt auf eure Meinungen und Kommentare. Wie gesagt, ich bin kein Profi, ich bin Hobbyfotograf und Hobbyfilmerin. Viele, die mich länger gucken, wissen das. Ich lege Wert auf gute praktische Gerätschaften und das war jetzt einfach mal notwendig, diese Anschaffung. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die 200 Euro sind super investiert. An dem Teil werdet ihr definitiv lange Freude haben. Ihr werdet es sehen, das ist richtig gut verarbeitet und damit beschließe ich diesen Ostermontag. Wünsche euch noch ein ganz tolles Restwochenende und Ostermontagswochenende. Ihr seht es schon hinter mir, die Sonne scheint mir ins Gesicht gleich. Aber wir haben es dann auch. Morgen geht es wieder zum Arbeiten. Und damit entlasse ich euch. Bis dahin. Tschüss, eure Kathi.